So, Tag 2 meines Trainingsplans und damit vom Progressplan von Pascal seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So Freunde, euer Daniel hier. Es ist Sonntag, es ist selbstverständlich Gym-Time und es geht los. Moin ihr Lieben und willkommen zum neuen Video. Letzte Woche gab es ja das erste Video von meinem Progress-Trainingsplan beziehungsweise von meinem Trainingsplan, den ich mit Pascals Progress Mir zusammengeschustert habe. Und ich hatte auf Instagram eine Abstimmung gemacht, ob es heute ein Reaction-Video oder ein Trainingsvideo geben soll. Und da Trainingsvideo momentan ganz gut ankommt, da viele wieder ins Training einsteigen und da glaube ich auch Bock drauf haben, hat das Trainingsvideo gewonnen und ich hatte auch Bock drauf, Trainingsvideo zusammenzuschneiden. Und ich zeige euch heute den zweiten Tag des Trainingsplans. Ich trainiere 3 Tage die Woche. Ersten Tag, wie gesagt, gab es letzte Woche. Und heute gibt es den zweiten Tag. Wir starten gleich rein mit Tempobankdrücken. Ein Topsatz, 2 Backoff-Sätze oder 3 Backoff-Sätze, ich bin gar nicht ganz sicher. Und dann auch noch Close Grip Bankdrücken. Also Bankdrücken mit engem bzw. engerem Griff. Und ich würde sagen, wir satteln gar nicht lange rum. Viel Spaß mit dem Video. Du bist voll schwer und trainierst schon so lange und bewegst trotzdem so wenig Gewicht auf der Bank. Ja, du Uli, mach ich. Also Bank läuft echt gut momentan. Also Tempobank 310. Das Witzige bei der 310 Tempobank bei mir ist, ich habe ja... Also, ihr seht das, ne? Das ist lang. Ewig lange Arme. Und dadurch ist es für mich gar nicht so besonders, 310 zu machen. Ich müsste eigentlich 410 Bank machen. Und wenn ihr genau so drauf geachtet habt, dann sind das auch eher so 4. Also ich sage bewusst nicht Sekunden, weil es sind glaube ich nicht ganz Sekunden, aber ich zähle in Anführungszeichen immer gleich. Und es ist eher eine 4, die ich zähle, als eine 3. Naja, ist auch egal. Generell, Bank, wie gesagt, läuft ganz gut. Ich habe an jedem der 3 Tage habe ich Bank mit drin. Viel Competition mit 4x8, 5x8 und solchen Sachen. Und halt eben dieses 1x4 und 3x5 Tempo und 2x10 Close Grip. Und damit komme ich echt ganz gut zurecht. Ich habe früher häufig Ellbogenprobleme bekommen, wenn ich viel Bankvolumen hatte. Aber momentan funktioniert es gut. Bin richtig happy damit. Mal sehen, wie es dann im Kraftblock sich entwickelt. Ob ich dann mal wieder ein bisschen was draufpacken kann. Ich habe ja auf dem Insanity mal 115 gedrückt. Das war mein Rekord bisher. Und ja, einfach mal gucken, was geht. Lass mich auch mal schauen, was hier jetzt so draufsteht, was wir jetzt machen. Jetzt kommt gar nicht mehr so viel tatsächlich. Woche 2, Tag 2. Wir haben jetzt Safety Squat Barbeugen nochmal. Die sind ja auch schon an Tag 1 drin. Jetzt allerdings mit einem 4x10. Am ersten Tag hier mit einem 4x8. Und dann gucken wir uns Schulterdrücken noch an. Ne? Ja, Klimmzüge und French Press. Let's go. Thank you.
Und das war auch schon Tag 2. Ja, der ist definitiv am kürzesten von meinen drei Trainingstagen. Macht aber dennoch auf jeden Fall Bock, kann man sagen. So, Tag 3 ist nochmal richtig heftig. Also da ist nochmal richtig viel Volumen drin, richtig viele Übungen auch nochmal drin. Das ist nochmal richtig anstrengend. Den gibt es dann vielleicht nächste Woche zu sehen, müssen wir mal gucken. Ja, aber alles in allem bin ich momentan so mit dem Plan echt zufrieden. Also viele fragen mich so, ja, warum trainierst du nur dreimal? Und warum so viel Wiederholung und wenig Gewicht und bla bla. Und das mit dem dreimal trainieren ist für mich halt echt so die beste Lösung. Ich habe mittlerweile so die Ansicht, Training soll mir ja was bringen. Also nicht nur in Bezug auf das Training, sondern Training soll ja irgendwo mein Leben bereichern, positiv beeinflussen. Es soll mir Spaß bringen, ich soll mich drauf freuen und es soll nicht zum Zwang werden oder zu so einem Druck. Und wenn ich viermal die Woche gehe, was ja voll im Rahmen immer noch ist, ja, also gehe ja sehr, sehr viele, gehen viermal trainieren, aber dann muss ich schon wieder so ein bisschen gucken, wie ich meine Woche plane und muss alles so ein bisschen danach ausrichten. Und wenn dann mal ein Tag halt nicht hinhaut, aus welchen Gründen auch immer, dann komme ich schon wieder in Bredouille. Und deswegen habe ich mir halt gesagt, ich gehe auf 3 Tage. Weil wenn jetzt irgendwas Unvorhergesehenes mal dazwischen kommt, dann kann ich den Tag auch einfach schieben. So, ja, wenn ich normalerweise am Dienstag trainiere und auf einmal ist am Dienstag, weiß ich nicht, richtig geiles Wetter, Kumpels sind irgendwie unterwegs, lass uns rausgehen, Bierchen trinken, grillen, essen, was auch immer. So, und ich, nee, ich muss trainieren, so. Ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. So, ich will, dass das Training halt einen positiven Effekt auf mein Leben hat, auf meinen Gemütszustand, auf meinen körperlichen Zustand so. Und das hat es aktuell einfach in dem Falle, wenn ich dreimal trainiere und mich nicht komplett danach richte. Und deswegen funktioniert es für mich am besten. So, ganz einfach. Das Thema Volumen, ja, Hypertrophiephase, ja, ich glaube, ich muss nicht viel erzählen. Ich meine, Pascal hat es mehr als gut genug vorgemacht mit seiner Hypertrophiephase oder bei seinen beiden Hypertrophieblöcken, die ihn richtig nach vorne katapultiert haben. Und ich kann, glaube ich, noch eine ganze Menge an Muskulatur aufbauen, theoretisch. So, und das wollen wir jetzt auch einfach versuchen. Und deswegen Hypertrophie, ja, ganz klar. Ich werde mal gucken, ob ich jetzt nach dem Block, also ich bin jetzt in der zweiten Woche, es sind 5 Wochen plus eine Woche Deload, ob ich danach in Kraftblock gehe oder ob ich sogar noch einen Hypertrophie-Block mache. Diese Fruchtfliegen, die um meine Pflanze hier rumfliegen, ne, die nerven. Das muss ich mal sehen. So, aber aktuell macht es einfach mega Spaß. Trotz alledem, trotz dessen, dass das ja relativ leichte Gewichte sind, habe ich, glaube ich, zum Beispiel im Heben Werte, die ich sonst so nicht gehoben habe. Also ich habe letzte Woche 4x7 mit 152,5 gemacht, mache da diese Woche irgendwas ähnliches. Ich glaube, das habe ich vorher so noch nicht bewegt. Aber ist mir auch egal. So, ich weiß momentan nicht, wo meine Kraft liegt und wo meine vermeintlichen 1RMs liegen. Ist mir auch echt Banane. So, einfach mal gucken, was geht. Mal gucken, was auch dieses Jahr mit Wettkämpfen geht. Vielleicht findet da noch irgendwas statt und wenn nicht, werde ich irgendwie ein Mockmeet oder so machen. Ich peile so ungefähr September an. Und ja, mal gucken. Training macht einfach momentan mega Bock. Und das ist schön, das macht Spaß und so soll es sein. Und dann macht man, glaube ich, auch automatisch Fortschritte. Und mir geht es jetzt gar nicht darum, immer irgendwelchen Zahlen hinterher zu jagen, sondern einfach den Prozess, das Training, das ins Training gehen, das im Training halt Gas geben, so, das macht mir momentan Spaß. Und ich glaube, dadurch werde ich dann auch zwangsläufig einfach besser werden. So. Körpergewicht aktuell, nö, stabile, so irgendwas zwischen 100 und 102 Kilo. Also wenn ich mich jetzt morgens auf die Waage stelle und am Vortag gar nicht drüber nachgedacht habe, sind es eher so 102. Wenn ich am Vortag einigermaßen vernünftig gegessen, getrunken habe, gut geschlafen habe, sind es so 100. So. Ja, also es variiert bei mir doch relativ stark. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, so dass ich aktuell bei 101 liege, denke ich mal. Aber alles in allem ist momentan echt alles gut. So. Ich fühle mich gut, ich schlafe ganz gut, also könnte besser sein, aber so an sich schlafe ich ganz gut. Training, wie gesagt, macht eigentlich fast immer Spaß. So, klar, so ein 4x10 mit Safeties, Alter, das bringt einen um. So, in dem Satz denke ich mir so, boah, was tue ich mir an? Aber generell macht es Bock. Und ja, Knieprobleme sind auch besser. Ist noch nicht weg, also definitiv nicht, aber ist besser. Ich mache am dritten Tag eine Übung dafür. Was das ist, werdet ihr dann sehen. Die steht so auch nicht im Progressplan drin. Die habe ich mir einfach ja, da reingeschrieben quasi. Beziehungsweise habe ich eine Übung aus dem Progressplan dafür gestrichen und dafür die eingesetzt, werdet ihr dann sehen. Und ja, ich denke, das war's. Ich denke, das reicht jetzt erstmal. Schreibt mir bitte gerne rein, was ihr im nächsten Trainingsvideo sehen wollt, was ihr für ein Thema mal thematisiert haben wollt. Jetzt ging es ja so ein bisschen um das Volumen und um meine Trainingstage. Und ansonsten würde ich sagen, besten Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Video. Peace.